verehrte Damen und Herren, bei www.mrnnews.de. Wir warten für Sie im Landesleistungszentrum für Eiskunstläufer in Mannheim und besuchen Sarah Hecken, die deutsche Meisterin im Eiskunstlauf. Sie startet für den MERC und ist mit 16 Jahren die jüngste deutsche Teilnehmerin an den Olympischen Winterspielen 2010 in Vancouver. Sarah, wie groß ist deine Vorfreude nun auf Olympia? Ja, also ich freue mich sehr, nach Vancouver fahren zu dürfen und im Moment bin ich noch nicht nervös, aber ich denke, das kommt jetzt so mit der Zeit. Am 12. Februar beginnen bereits die Olympischen Spiele in Vancouver. Wie sieht nun die letzte Phase der Trainingseinheiten aus? Also mehr Training gibt es nicht, aber die Trainingseinheiten sind natürlich viel intensiver und man guckt auf jedes kleine Detail. Im Interview erzählte uns Sarah auch, dass sie 18 Trainingseinheiten in der Woche hat, unterteilt in 3 Stunden am Tag und das 6-mal die Woche, und erklärte auch, wie sich dies mit der Schule vereinbaren lässt. Ja, also ich bin auf der integrierten Gesamtschule Mannheim-Herzogenried und die ist direkt neben der Eishalle und die kooperieren sehr gut mit mir. Also wenn ich sage, ich muss früher los, weil ich ins Training muss, dann ist das kein Problem. Und wie fühlt man sich als Jüngste im Olympiateam? Ja, es ist aufregend, also so als Jüngste zu gehen. Wie wird man vorbereitet jetzt auf Olympia? Gibt es eine bestimmte Vorbereitung? Man ist ja weg von zu Hause, Hotel, Umstellung, olympisches Dorf. Gibt es da schon irgendwelche Gespräche? Hat man schon mal Erfahrungsaustausch gemacht? Ja, also die Leute, wo schon mal bei der Olympiade waren, wie Aljona und Robin, die haben mir natürlich erzählt, wie es da war und wie es so ist. Und unser Sportdirektor hat mir auch erklärt, auf was ich achten muss, auf was ich nicht achten muss. Und unser Arzt hat uns auch empfohlen, was wir machen können, dass wir die Zeitumstellung gut verkraften. Ja, das sind so alle Sachen. Und auf was muss man besonders achten, wenn man nach Olympia geht? Was gibt's da für Tipps? Ja, also man muss auf die Kleiderordnung achten, weil die ist sehr wichtig, sonst kriegt man Ärger. Und ja, die Dopingagentur ist halt dort und da muss man sich stündlich abmelden. Ist halt alles sehr, ja, die kontrollieren sehr stark dort. Macht es eigentlich auch dann ein Betreuer von dir oder musst du da selbst auf alles achten? Ja, also mit der NADA, diese stündliche Abmeldung muss ich selber machen. Die Kleiderordnung, denke ich mal, das wird auffallen, weil jeder das Gleiche anhat. Kann man schauen, was die anderen anhaben. Aber ja, mein Trainer guckt dann schon ein bisschen und ich gucke auf ihn. Und ja. Gibt es eigentlich ein straff organisiertes Programm? Sprich, was das Training auch anbelangt bis zum Wettkampf? Oder gibt es da Freizeit auch? Gibt es da irgendwie, ist da was in Planung? Habt ihr das voraus irgendwie geplant? Also ich habe noch gar keinen Plan von dort gesehen, aber ich denke mal, dass es so sein wird wie immer, 2 oder 3 Stunden Eis am Tag und der Rest ist Freizeit und da kann ich machen und tun, was ich will, den anderen zuschauen oder halt einfach mal die anderen Leute kennenlernen. Da Sarah Hecken aus der Metropolregion Rhein-Neckar die Jüngste im Teilnehmerfeld ist, ist die Konkurrenz natürlich groß und das Ziel beschränkt sich darauf, nach der Pflicht in die Kür zu kommen und dort ihr Können zu beweisen. Einen Favoriten hat sie aber trotzdem. Die Yuna Kim, eindeutig. Ich denke, sie wird dieses Jahr die Olympischen Spiele gewinnen. Okay, dann wünschen wir viel Glück, viel Erfolg, dass alles soweit läuft und viele gute Eindrücke in Vancouver.